0-3 und gute Gangs. Ich glaube, wegen dir gewinnt ihr das. Ja, ja, ja. Komm. Mach mal entspannt, Kollege. Ja, das ist dann Backseat Gaming bei dir, ist bei Link wahrscheinlich sehr schlimm, ne? Who's that Pokémon? It's no way for you! So, werter Twitch-Chat. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist nach dem Game, dass Karnis Platz wackelt. Ne? Ich denke, da können wir uns relativ sicher sein. Karnis Platz wackelt gerade enorm. Ich habe gerade Fresh Plays gesehen, die ich so von Karni nicht erlebt habe persönlich. Also da war einer nach dem anderen an der Angel. Dementsprechend würde ich mal meinen, dass man vielleicht auch in ein intensives NNO-Gespräch gehen könnte und vielleicht mal ein paar kleine Adaptionen machen, weil Papa Platte scheint eben ein bisschen voraus zu sein. Ne? Ja, also auf jeden Fall, da wackelt der Stuhl. Wieso, wir sind jetzt Mitte. Leute, ich muss jetzt auf meiner Main-Rolle einmal ein gutes Game abliefern. Was wir jetzt brauchen, ist ein AD-Midlane-Champion, der komplett übernehmen kann. Ich denke, es ist Zeit, oder? Ich denke, es ist Zeit. Ich glaube, es ist Zeit für die Irelia. Es ist Zeit, 17% auf der Lane, auf der Karte zu unleashen, ja. Wir haben einmal die Hexerei Nilly, Pharao, die ist auch sehr, sehr geil. Die hatte ich gerade. Dann hatten wir die noch, die hat so Leopardensachen an, auch sehr, sehr hot. Nee, wir nehmen die geile hier. Obwohl, die sieht ingame scheiße aus. Nee, wir gehen für Headhunter. Okay, ich soll dich fragen, was mit den 17% ist. Das ist eine ganz böse Verleumdung von meinem Chat. Okay. Also dieser Champion, den ich hier gerade spiele, ich habe in der Anfangszeit, als ich versucht habe, die zu lernen, habe ich vielleicht nicht die besten Resultate gehabt auf ihr. Ne? Oh, 17% Winrate. Also die ist mittlerweile nicht viel besser, ehrlicherweise, aber ich bin immer noch stark am Versuchen. Ey, soll ich den roten kaufen? Ja, ne? Genau, wieder den roten, ja. Die sind ja, ich glaube nicht, dass wir das fighten können. Wir sind schon sehr, sehr weak Level 1, ehrlicherweise. Ja, was mache ich? Soll ich hochgehen zum Red Buff oder so? Wir könnten. Es ist Morgana, ich muss kurz checken, was für Enemy Teams wir haben. Haben wir einen Warwick Top Lane? Yep, yep, yep. Ey, ist bei dem Speer, war der Punkt wichtig, wo ich abwerfe oder der Punkt, wo ich mich befinde? Ich glaube, der Punkt, wo du abwirfst, ist wichtig. Aber ich, weil ich meine, früher ist man immer noch weggejumpt am Ende. Ja. Ganz in Season 1 und 2 und so, ne? Ja. Geil. Nehmen wir. Ich weiß nicht, wann ich diese Potion reinknall. Knall ich mir die einfach direkt rein? Also in der Regel, wenn du jetzt perfekt clearen würdest, würdest du die nie reinknallen. Wer ist Enemy Jungle? Graves. Graves Jungle? Der war früher auch anders. Früher war der AD Carry. Mittlerweile ist der ein Jungler tatsächlich. Der wird auch. Ja, I know. Ey, ich muss aber sagen, so sehr ich die League of Legends Changes mag, die sie geändert haben, ich vermisse Nidalee in der Mitte. Das war Prime. Also das für dich selber war das sehr geil. War halt für die Gegner ein bisschen kacke, ne? Der Graves geht Topseite zu der Krabbe. Ich glaube nicht, dass wir die fighten können gerade. Wir können auch zu deinen Crux. Aber ich glaube, der geht Toplane. Du kannst Toplane Counter gegen. Achso, du bist ja Toplaner jetzt, ne? Ne, ich bin nicht Toplaner. Ich bin der Midlaner, bin ich. Achso. Nevermind. Oh mein Gott, nein. Ich habe einen Speer gehittet. Den zweiten, glaube ich, auch gehittet, oder? Aber ich habe dann irgendwie, meinen Arzt in Warwick oben verkauft. Kennst du noch den alten Api hier? Weil wenn du zu der Zeit gespielt hast. Boah, Digga. Kann sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass Yi und Yasuo wirklich, also sind die unterirdischsten Champs überhaupt. Du kannst, also wir können immer Mitte ganken, wenn du möchtest. Dann also, kannst du erstmal. Nidalee geht sehr viel darum, dass du halt einfach die ganze Zeit deinen Jungle clearst, ne? Okay. Boah, mein Chat will, dass ich nächste Runde AD Carry zock. Ich supporte dich gerne mal. Okay. Ja, okay, da sehe ich mich. Ja, mein Chat meinte, ich soll mehr smiten, dann levelt der Smite für mich. Was? Jemand meinte, wenn ich mehr smite, dann kriege ich besseren Smite. Okay, ich glaube, das war Bait. Naja, das war jetzt nicht ganz optimal, ne? So, wo war ich denn geblieben? Hast du geintet gerade in der Mitte? Hast du gerade gechoked? Ich habe gerade komplett gegrieft, ja. Wirklich. Ich dachte, du bist Challenger, was ist da los? Richtig toxic einfach. Ja, also, du solltest schauen, dass deine Smites auf cool sind. Wir überspielen das einfach mal. Schneide dich raus aus dem Video. Oh. Ja, ich komme. Ich habe immer Push. Ja, wir fighten das doch, oder? Ja, let's go. Ist er noch in der Ulti? Nein, ich hab Flash gehört. Oh mein Gott. Sie sagen mir, dass diese Krabbe hier ist. Okay, ist schade, dass ich ihn nicht bekommen habe. Oh. Nice! So Red Buffs und sowas nehme ich mir einfach, oder? Ja, du nimmst dir alles. Also du gibst gar nichts mehr ab als Jungler mittlerweile. Nee, okay. Du gibst gar nichts mehr ab. Krass, okay. Außer wenn du halt so im super Late Game, da gibst du dann deine Camps langsam ab. Aber in der Regel, also Jungler ist super wichtig aktuell und du bist auch sehr stark. Du bist auch für die ganzen Objectives verantwortlich und du nimmst ja eigentlich die meisten Sachen einfach selber. Meinst du, Midlane macht gerade Sinn oder eher nicht so? Nee.
entfernt. Ash Grace. Ich lasse deine Lane, oder soll ich dich pushen? Ich weiß nicht, ist es smart? Nee, das was du jetzt gerade machst, also wenn das absichtlich war, dann hast du gerade einen Freeze aufgesetzt für mich. Ich wollte nur, dass sie dich in Tower rennen halt. Ja, das war dann genau, wenn das deine Intention war, war das sehr, sehr gut, ja. Easy. Advanced Wave Management. Schon in Silber. Gibt's ja nicht, ey. Vorsicht da, wenn du da reingehst. Wäre super wichtig, wenn wir deinen Bootside Jungle clearen können. Also, dass du den bekommst. Topside Jungle. Soll ich die gehen? Digga, ich war komplett durchgestanden. Schön, nice. Hat die auch kriegen, ja. Alter. Exzellent gebaitet hier. 2 für 1, jawohl. Stark, stark. Easy Trade. Wir müssen bloß mit dem Graves ein bisschen aufpassen. Der spielt echt gut, der Kerl. 0-3 und gute Ganks. Ich glaube, wegen dir gewinnt ihr das. Ja, ja, ja. Komm. Mach mal entspannt, Kollege. Ja, das ist halt Backseat Gaming bei dir. Ist bei League wahrscheinlich sehr schlimm, ne? Ja. Also ohne Scheiß, wenn du in einem Game nicht der beste Spieler bist oder extrem gut, dann hast du immer Leute, die besser sind als du im Chat. Oh, aber ich mag diese, also es gibt so ein Level an Toxic Chat, den finde ich sehr nice. Also das zum Beispiel finde ich nice. Das magst aber du? Das ist, ja, damit habe ich kein Problem. Nur wenn so Leute sowas schreiben wie, oh mein Gott, ich kann mir das nicht angucken oder so, dann das ist halt so, weißt du, das fuckt mich ab. Aber so, also du bist da hart im Nehmen, bist du da? Okay. Ja, ja. Ich kann das nicht. Wenn ich andere Spiele spiele, ich bin halt, also auch dann nicht gut, ne? Also zu Elden Ring. Hast du Elden Ring mal durchgespielt? Ja, oh mein Gott, nicht durch, lass nicht drüber reden. Nicht durchgespielt. Nein. Aha, ein Wunderpunkt. Was passiert? Nee, ich möchte nicht drüber reden. Ich könnte. Guck mal, was? Freddy, schau, ich könnte, wenn ich wollte, weißt du? Aha. Du kannst Mitte Turret erstmal halten, weil sonst ist der weg nämlich. Oh, ja, warte mal. Woran ist es gescheitert? An meinem Skill. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit investieren würde, dann wäre es easy. Ich will halt keine Sachen beschwören. Ich mach's komplett ohne Beschwörungen. Ich mach's komplett ohne super viel Grinden. Das machst du aus eigenen Stücken oder machst du das, weil dein Twitch-Chat dir sagt, dass es sonst nicht zählt? Hier? Nee, ich habe so das Gefühl, es zählt sonst nicht. Ich will, es ist so meine Philosophie, weißt du? Wenn ich es schwer nicht schaffe, dann ist es irgendwie nicht der Style, wie ich ein Souls-like spielen möchte. Aber wie weit bist du denn da gekommen? Also wann hast du denn an die Flügel gekommen? Ich bin schon sehr weit im Endgame. Also ich glaube, ich bräuchte noch so 10 Stunden, dann hätte ich's. Du hast ja dann aufgegeben, oder was? Nee, ich hab's mal letztens wieder gespielt und dann wieder komplett getiltet. Oh! Alter! Den hätte ich gesehen. Also, wenn der gehittet hätte, ne? Boah, das wäre ehrenlos gewesen. Die ist Mitte noch da. Eine Chance kriegen wir. Oh, warte. Boah! Ja, dafür, dass sie ihn gedurcht hat, Nice. Gott! Ey, soll ich auf diese Lens umswitchen? Das ist smart. Ja, das ist sehr, sehr gut. Oh, Junge, das war knapp. Muss die Katze nehmen? Der hat noch Ulti, du musst springen wegrennen. Achso, der hat noch Ulti. Oh mein Gott, voll vergessen. Ja, moin. Da war der hin, Freunde. Da war er wieder. Noch. Ah, easy, gar kein Problem. Was ist da auf der Toplane passiert? Warum gibt es jetzt hier schon wieder... Boah, du hast unseren Toplaner dazu gebracht, dass er Zero-Tolerance-Language verwendet. Worfig, mach einen Kopf zu. Ich habe ihn gegaslightet, dass er noch mehr schreibt und jetzt hat er einen Chatbahn. Das ist ein Traum. Jetzt hat er direkt einen Chatbahn bekommen. So ist das in der League-Community. Mach einen Kopf zu war schon zu viel. Bitte rette mich. Komm. Dann muss nicht die Hand holen. Okay, da war ich ein bisschen zu sehr am Greenen. Ja. Ich dachte, ich gebe ihm einfach, wenn wir schon mal da sind, gleich noch einen Kill. Du hattest auch mal einen Chatbomb? Ich habe in meinen 13 Jahren League of Legends habe ich einen Chatbomb bekommen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, wie du das löst, aber bei mir ist es so, dass über meiner Tastatur ist direkt mein Mikro, ne? Okay, was kommt jetzt? Ja, pass auf. Also das Game war halt, sah sehr düster aus, ne? Und die Leute waren alle super tilted. Und dann wollte ich halt schreiben, okay, ja, das Game sieht vielleicht nicht gut aus, aber wir haben 2 gefeedete Hyper-Carries, ne? Dann habe ich geschrieben, relax, Jinx and me are big. Ja. Und mein wundervolles Keyboard hat das B zu einem N gemacht. Oh! Ja, habe ich da sofort eine Zero-Tolerance-Sperre bekommen. Und seitdem schreibe ich huge statt big. Schau mal, wie viel
Nochmal um die Runde. Aber unser Warwick ist jetzt gebased. Wir sollten da trotzdem spielen. Okay. Aber wir sind alle super late. Ach du heilige Mutter Maria. Ex. Ich fühle mich so, als hätte ich legit 0% Damage gemacht. Das sieht jetzt wieder relativ schwer aus, muss ich sagen. Ich sehe da auch ein Pattern irgendwie an den Games, die wir gewonnen haben und die wir verloren haben. Also ich sag mal, bei den Games, die wir verloren haben, war ich tendenziell im Jungle. Ja, dann kann es nicht liegen. Ja. Meinst du? Ja. Wenn wir Nash irgendwie verhindern können, haben wir vielleicht noch eine Chance. Aber wir haben gerade einen 4v5 verloren, ohne dass der Trainer mehr überhaupt da war. Du kannst alles gut machen, wenn du jetzt den Nash einfach klaust kurz. Also mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz überleben. Oh, schön. Oh, schön. Wenn wir den Nash verhindern können, hätten wir noch eine kleine Chance. Ich habe halt keinen Flash, aber wir können machen. Kannst du einen Ward reinballern? Oder ich mach Ward? Die meine ich. Alles gut. Ja, der Drinks pusht unten. Also wir müssen jetzt irgendwas machen, während der unten ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir machen sollen. Der Trinamir pusht uns halt die Hütte ein. Also wir können einfach alle basen und einfach alle zusammen den Trinamir versuchen zu killen. Und wenn die zu spät Nash starten, dann können wir ihn vielleicht noch stealen. Vorsicht, okay. Der kann da überall schon sein. Oh, was geht hier? Die haben schon gestartet. Soll ich runtergehen? Nein, du gehst jetzt hier hin. Du klaust den jetzt. Du klaust jetzt den Nash. Du hast noch Zeit. Oh, Trinamir ist an meinem Arsch. Ruhig, ja? Ich will keinen Druck auf dich machen, wenn du den nicht kriegst, haben wir verloren. Okay, nee, ist entspannt. Aber keinen Druck. Ich glaube, ich bin tot. Ey, kann man nicht mehr über dieses Ding hier jumpen oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Doch, ist auf jeden Fall schwerer geworden. Ah, okay, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe es richtig gemacht. Okay, vom Ding her, glaube ich, haben die Nash gemacht. Ja. Wir haben tatsächlich den Trinder gekriegt, nice. Aber wir müssen irgendwie den nächsten Drake jetzt fighten und den Nash stallen. Wir sagen, wir fighten jetzt einfach mal bitte zusammen rein und schauen, was passiert. Komm her. Du bist unser ganzer Magic Damage, ne? Also du musst einfach jeden Speer treffen und alle Skillshots dodgen. Na gut, wenn es nichts ist, dann mach ich das mal. Ja, weil du einfach nur zwei Sachen. Du hast. Wir werden aber wahrscheinlich für den Drake spielen. Wir können jetzt einfach zu unten mal versuchen, die zu killen. Ich will also nicht unbedingt engagen, oder? Nee. Also du willst überhaupt nicht engagen, wisst ihr. Das war ein sehr guter Jump von dir. Und jetzt? Ja, warte mal. Denk ist tot für dich. Oh, schade. Wundervoll. Okay, und jetzt, der Trinder pusht uns leider oben die Bude ein. Aber wir müssen. Okay, wir zwei bleiben und wir zwei machen jetzt den Drake, okay? Oh, und währenddessen geht unser ganzes Team zurück. Morgana ist hier auf jeden Fall noch irgendwo am Rumchillen. Ja, die sind da alle noch am Werke. Also wir müssen halt jetzt einfach gut spielen, wir zwei. Wir müssen hoffen, dass unsere. Ich gehe vor, du passt auf. Dass du nicht vom Beinen getroffen wirst, okay? Wir könnten mit der hier unten probieren anzufangen. Ich könnte flashen und, okay, oder so. Oh, okay, das ist gut. Und jetzt machen wir den Drake. Jetzt ist die erstmal rausgepusht. Okay. Wir haben auch den Trinner. Die Diana kommt halt relativ bald. Also wir haben nicht allzu lange Zeit. Da ist sie schon. Drücken wir jetzt einmal. Nein! Wir haben, okay. Boah, Digga, was ist das? Fiddlesticks oder wer ist er hier? Nila hat keinen. Nice! Das war actually huge! Ja, ich weiß nicht, was er sagt. Nice! Let's go! Und jetzt nochmal genau dasselbe. Du dodgst jeden Spell, triffst jeden Spell und smitest alle Objectives. Ey, wirklich. Nichts leichter als das, Mann. Aber ich bin wahrscheinlich tot. Unser Twitch macht actually ganz gut Damage, oder? Oh, fuck, warte. Kann ich noch irgendwie saven? Wir kommen auf jeden Fall. Wir sind zu dritt auf dem Weg. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass er das gewinnt. Nice, okay, nee, jetzt nur nicht sterben, das ist super gut. Ah, okay, der Twitch ist sehr, sehr wütend. Ja, der Twitch hat Bock. Okay, der Speer, der Jump! Okay, jetzt aber ruhig bleiben. Schön, dass Mike. Jemand schreibt, machst du auch was? Du mit Mercer Warwick, ne? Ich weiß nicht, was das für ein Gameplay ist hier, mal wieder. Okay, jetzt fängt wieder der Spaß am Nash an, ne? Aber diesmal haben wir ihn sicher. Ja, die gehen Mitte auf unseren Twitch. Das ist jetzt sehr wichtig, dass er nicht stirbt. Wir müssen halt jetzt spielen. Du musst irgendwie retten. Ja, ich try. Hm? Okay, das ist jetzt super gut. Oh, ich bin super late. Okay. Und jetzt? Sind alle geslowt? Ja, da gehen wir rein, oder? Mehr?
Die da hinten kann. Warwick ist oben. Wir gehen jetzt zum Nash, würde ich sagen. Wir fahren fast zum Nash. Ja, okay. Können unser Twitch mal irgendwas anderes? Warum macht unser Twitch was anderes? Wir müssen Nash forcen, Leute. Okay, ich komm auch, ja? Oder wollen wir hier bleiben? Ich weiß nicht. Oh shit, was geht hier ab? Alter, Lil Bro räumt auf. Jetzt den Nash. Wir zwei, du und ich. Die können hinten zu dritt defenden und wir machen Nash. Komm, ich stelle hier noch einen Wall. Nee, du konzentrierst dich nur auf Smite und Vorsicht, das in. Oh boy. Ich geh kurz raus, aber ich komme gleich zurück, ja? Ja, easy. Jetzt schau, dass du einfach den. Oh. Okay! Oh, yeah, come on. Okay, let's go! Wir nehmen jetzt den Nash, einfach gut zwei, jawohl. Und jetzt schnell Base und dann die Waves auspushen und dann gehen wir sofort für den Drake, ja? Okay, Base oder Base? Was? ich wollte toxisch sein, alles gut. Ja, wenn wir jetzt den Drake auch noch kriegen, dann können wir das Legend gewinnen, ja? Boah, sick, Alter. Junge, du bist so krass. Spielst du das öfter? Von Zimmer, ne? Nee, Mann, krass, for real. Wirklich sehr gut. Aber die werden, also versuchen wir zu klauen auf jeden Fall. Oh, fast maximal schade. Das ist noch die. Nice one. Wonderful. Schön. Oh, fuck, warte, ja, genau. Wir können den Drake nehmen hier. Kann sein, dass da irgendwo. Mein ganzer Chat schreibt 200 HP Smite Lull. Was ist da, also, was ist daran funny? Ja, warte, lass erst mal fighten. Vorsicht! Boah, ach so, drin das in der Ult. Boah. Nein! Ach, der Smite macht 1200 Damage. Oh, ich dachte, er macht 600. Ich hasse Trainer so sehr. Auch so ein Champ, den es nicht geben sollte. Ich befürchte leider, das Schlimmste hat auch schon den schon gewastet. Nein, Mann. Oh, das Ding ist auch, ich bin nur 5 Sekunden wieder da, aber ich glaube, das reicht nicht ganz. Da kannst du nichts machen, leider. Der hat wieder Ulti-Trainer. Wir können dann ja, GG. Oh, das war so. Egal. Das war so geil. Wir haben fast das Comeback gekriegt. Good game, though. Er hat einfach das Team muted, der Woche. I'm talking way too loud, and if you don't like the sound, you could just tune it out. Who you rooting for? They say whatever team.